Hey Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar, wir gucken uns jetzt den Trailer von One Piece Card Game 2022 raus. Das Ganze ist von Bandai Namco auf dem offiziellen Bandai Namco Card Games Channel. Wir gucken rein, wir wissen noch nicht sehr viel, eigentlich gar nichts und wir gehen auch auf ein weiteres Video ein, wo noch ein bisschen was gespoilert wird, gezeigt wird. Ich sage aber jetzt schon mal, da ist nicht so viel zu sehen, aber wir hüpfen jetzt rein in den Trailer. Let's go! One Piece. 25. Anniversary, richtig nice. Wir müssen schon einen kleinen Cut machen. Es kommt im Juli raus. In Japan. Only Japan. Aber richtig geil mit den ganzen Manga-Sachen und alles. Ihr kennt vielleicht noch das alte Card-Game. Wir haben auch schon was geöffnet. Richtig, richtig geil. So, gucken wir mal. Und mehr gibt es nicht zu sehen, Leute. Richtig, richtig geil. Ich habe ja letztes Jahr so Gänsehaut bekommen. So ganz klein wenig. Wir bekommen ein neues Card Game. Ich hoffe, Bandai reißt das Ding richtig rum. Ich meine, wir können mit Gear 4, mit Kaido, mit was weiß ich wem alles spielen. Es wird höchstwahrscheinlich mein neues Card Game. Es wird richtig geil. Hoffen wir es mal wirklich. Und jetzt gehen wir mal zu einem Video. Zu jemandem noch, der Dragon Ball Content macht. Wo wir einfach mal schon ein bisschen was reingucken können und ein bisschen was sehen können. Ich werde euch das Ganze jetzt nur ein bisschen zeigen, könnt ihr das Video komplett angucken. Aber let's go, wir hüpfen rein. So, hier sind wir jetzt auf dem Kanal von Superplays. Der macht sehr viel Dragon Ball Content. Ich habe auch schon gesehen, hier ist eine neue App draußen. Werden wir auch mal mit reingucken ins Video. War eigentlich gar nicht geplant, habe ich jetzt erst gesehen. Aber wir gucken mal kurz. Lass mal kurz in das Video hier. So, ich glaube, da zeigt euch nur einen Trailer. Gehen nochmal ganz kurz durch. Das andere Video habe ich nämlich auch schon angeguckt. Und da sehen wir auch schon ein bisschen mehr. Genau, hier geht er nur auf den Trailer ein. Gut, gehen wir mal hier mal kurz zurück. Genau, gehen wir nämlich hier mal kurz rein, weil da wird ein bisschen was gezeigt, was noch nicht offiziell ist. Wir sehen hier schon ein bisschen was an Karten. Wir sehen auch, dass auch schon ein paar neue Decks vorgestellt werden. Und zwar, genau, hier. Wir haben hier Ruffy, wir haben hier Kid, Kaido und Crocodile. Der Ruffy hier sieht mir auf jeden Fall aus wie halt auf jeden Fall nach Timeskip, aber sehr früh nach dem Timeskip. Hier steht aber auch Straw Hat Crew, also es kann sein, dass wir hier die komplette Strohbande mit drin haben. Hier haben wir Kid, hier haben wir auch Worst Generation. Es fehlt übrigens schon sein Arm, das heißt, auf jeden Fall nach Whole Cake Island ist es auf jeden Fall. Ich denke mal, dass wir hier vielleicht aber auch andere von der schlimmsten Generation mit drin haben. Hier haben wir Kaido, Animal Kingdom Pirates. Das kann jetzt Kaido und seine Crew nur heißen, das kann aber auch noch andere Leute mit drin haben. Aber ich denke mal, da hier Kaido aufgebildet ist, ist halt nur Kaido mit drin, also halt nur Kaido und nur seine Leute. Und ja, Crocodile. Und hier haben wir Seven Warlords. Hier muss man wirklich mal fragen, ob wirklich alle sieben Samurai mit drin sind oder ob auch die schon abgesetzt sind oder halt nur die neueren nach der neuen Welt. Aber werden wir gucken. Ich glaube, mehr Content gibt es eigentlich nicht. Wir haben noch einen Romance Dawn Booster. Hier haben wir noch Card Sleeves, die noch designt werden. Wir werden auch mal dann auf die neue Seite mal gucken. Ja, für den neuen Film. Das heißt, ich denke mal, Film Red könnte das sein, weil es ist gerade der neueste Film. Und ich glaube, sonst war es jetzt auch nicht mehr, was jetzt hier noch drin war. Wir machen das Ganze übrigens jetzt nur so flott, flott, flott. Ich werde noch die ganzen Tage einen genaueren Blick drauf werfen und dann werden wir da ganz in Ruhe reingucken. So. Hier können wir mal kurz ein bisschen was mit reingucken aufs Feld.
Okay. Ich verstehe, um ehrlich zu sein, gar nichts gerade. Aber wir werden auf jeden Fall uns die App auch mal runterladen. Wenn es einen Link gibt, gucken wir den auch ganz in Ruhe an. Das Ganze scheint aber irgendwo hier getweetet zu worden sein. Ich nutze allerdings kein Twitter, von daher habe ich davon keine Ahnung. Und dann gucken wir mal. Wir gehen aber noch mal kurz aufs Spielfeld, weil da können wir auf jeden Fall noch einiges sehen. Wir haben einen Leader auf jeden Fall, wie bei Dragon Ball. Das finde ich schon mal ein richtig geiles System. Dann haben wir auf jeden Fall auch noch hier ein paar Kämpfer. Wir haben anscheinend auch einen Active Mode und ein Dings und einen Rest Mode. Wahrscheinlich haben wir auch hier die Power-Werte, wie sie hier bei Dragon Ball kennen. Und auch hier die Key-Kosten anscheinend. Oder halt auch die Kosten. Man kann, glaube ich, auch Karten verdeckt hinlegen, so wie es hier aussieht. Und du hast Leben. Und du hast hier oben noch irgend so eine Anzeige, und der ich jetzt keine Ahnung habe, was das ist. Ja, gut. Leute, das war's mit der kleinen Reaction hier auf dieses Card Game. Wir werden auf jeden Fall deutlich mehr dazu sagen, wenn ich deutlich mehr davon weiß und wenn wir auch deutlich mehr, wenn ich deutlich mehr dazu beschäftigt habe. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, schreibt auch gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ich bin echt sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Wir haben jetzt nur die Karten gesehen, wie sie jetzt hier digital aussehen. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, wie sie dann halt Real Life aussehen und wie das Ganze dann halt umgesetzt worden ist. Gut, dafür bin ich heute raus. Wir sehen uns und dann tschüss und raus aus diesem angekarteten Video. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da und dann haut rein. Bis dann, euer Luffy.